Eicherscheid. Eine kleine Ortschaft, wenige Kilometer östlich von Monschau, war bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg das Zentrum für die Herstellung von Hamengestellen. Den wichtigsten Teil des Materials lieferten die Feldhecken des Hohen Venn. Sie wurden jedes Jahr sorgfältig ausgeholzt. Dabei schlug man die besonders wertvollen, natürlich gebogenen Buchenstämme, aus denen die Hamenmacher die Bügel bzw. Hamenspäne sägen konnten. In einer Hamenmacherwerkstatt verfolgen wir die einzelnen Arbeitsschritte bei der Herstellung eines Hamengestells. Der Hamen ist ein wesentlicher Bestandteil des Zuggeschirrs für die Anspannung von Pferden und Kühen. Ein fertiges hölzernes Gestell für den im Endzustand mit Leder bezogenen Karrentragesattel eines Pferdes besteht aus zwei Bügeln, aus natürlich krumm gewachsenem Buchenholz, einem gebogenen Mittelstück, auch Brücke genannt, mit einem breiten Trageriemenfalz, sowie aus zwei etwa 1 Zoll überstehenden Seitenbrettern. Der Hamenmacher und sein Gehilfe sind gerade dabei, das Buchenholz der Länge nach in 1 Zoll starke Rohlinge für die Bügel zu zersägen. Das Krummholz ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein halbes bis ein Jahr gelagert. Die gesägten Rohlinge müssen noch einmal etwa die gleiche Zeit trocknen, bevor sie endgültig verarbeitet werden können. Als Werkzeug dient dem Hamenmacher eine rund 1,50 Meter lange Zugschrotsäge. Befestigt ist das Holz im Türgespann. Dies erleichtert das senkrechte Sägen. Ist das Krummholz fast ganz durchgesägt, muss umgespannt werden. Damit die Säge sich nicht festfrisst, werden in den Schnitt kleine Keile eingetrieben. Aus dem jetzt eingespannten Stück des Krummholzes kann man noch einmal 2 Rohlinge gewinnen. Der Hamenmacher misst 1 Zoll ab und sägt mit der kleineren, etwa 1 Meter langen Schrotsäge an. Ist das Krummholz tief genug angesägt, wechselt man zur großen Zugschrotsäge über. Das Sägen eines Rohlings dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Jetzt sind wir durch. Oh, der Kasten,
machen wir da rein. Ja. Mechanisch gekrümmte oder aus geraden Brettern geschnittene Hölzer weisen nicht die Haltbarkeit und Elastizität auf, wie dies bei natürlich krumm gewachsenen Hölzern der Fall ist. So, da wollen wir das noch im Messen. Moment, wie wollt's? So, Jupp, jetzt haben wir hier noch 150 Zoll. Hier müssen wir noch was durchmachen. Ja. Hier haben wir auch noch 15, so. Hoffentlich kriegen wir jetzt durch. Du halt sie am Träger. Ja, ja, Moment. So. Hinter der Werkstatt befindet sich das Holzlager. Hier liegen die großen Buchenstämme, die 100 bis 120 Jahre alt sind. Der Durchmesser dieser frischen Stämme beträgt durchschnittlich 20 bis 24 Zoll. Der Stamm wird nun in 15 Zoll breite Stücke gesägt. Mit zwei Halteklammern ist der Stamm gegen das Abrollen von den beiden Sägeböcken gesichert. Früher wurden die sogenannten Bretterstämme von den Harmenmachern gemeinsam gekauft und unter ihnen aufgeteilt. Sie hatten einen speziellen Vertrag mit dem Förster zur Lieferung geeigneter Stämme von der Sonnenseite des Waldes. Das Sägen und Zerteilen der Stämme war ebenfalls wieder Gemeinschaftsarbeit aller Harmenmacher. Zum Sägen verwendet man eine Hobelzahnsäge mit M-Schnitt. Bei dieser Säge ist nach drei Zähnen jeweils ein M-Zahn mit zwei Räumern eingeschoben. Diese Zahnfolge erhöht die Sägeeffektivität. Dennoch benötigt man pro Schnitt etwa 30 Minuten. Dann will mir der nächste Halle, der schwere, jo. Oh, der die Wirken, jo. Da hätte man uns drauf, jo. Oh. 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 So. Aus dem großen Stamm schlägt man die Rohlinge für die Seitenbretter. Das Spaltbeil ist eine Extra-Anfertigung des Schmiedes und mit seinem Stanzzeichen versehen. Mit dem Holzhammer wird das Spaltbeil in die Holzoberfläche getrieben. Ist das Holz etwas angerissen, legt man zusätzlich eine Axt bei, um das Spalten zu erleichtern. So, Jupp, setz doch herbei ein. Aus dem 20 bis 24 Zoll starken Stamm werden etwa 18 bis 20 Rohlinge für Seitenbretter geschlagen. Der Rücken dieser Rohlinge ist jeweils etwa 3 Zoll stark, ihre Länge beträgt 15 Zoll. Die anderen noch und die Brücke muss aber wieder schwerer. Ja, aber wir haben hier. Das Spalten des frischen Stammes in einzelne Rohlinge, wie auch das Sägen von Hand, war früher eine zeit- und kräfteraubende Arbeit. Eine Erleichterung war deshalb die Einführung von elektrisch betriebenen Band- und Kreissägen Mitte der 20er Jahre.
Die Seitenbretterrohlinge werden so geschlagen, dass die beiden letzten schließlich an der Spitze mit dem sogenannten roten Herz zusammenhängen. Dieses Holz der Buche ist wertlos und wird deshalb abgetrennt. Sind alle Seitenbretterrohlinge geschlagen, werden sie entrindet. Dadurch trocknen sie schneller aus. In frischem Zustand können sie nämlich nicht verwendet werden. Aufgeschichtet liegen sie deshalb zunächst in der Nähe des Holzlagers, später dann an der Sonnenseite des Hauses, wo sie besonders vor Feuchtigkeit geschützt sind. Insgesamt lagern die Rohlinge rund 1 bis 1,5 Jahre. Die Rohlinge für die Mittelstücke gewinnt man aus dünneren Buchenstämmen. Sie sind etwa 40 bis 60 Jahre alt und haben einen Durchmesser von 14 Zoll erreicht. Bei diesem Durchmesser erhält man 4 Rohlinge, bei einem kleineren Durchmesser höchstens 3. Mit der Axt wird von der Rinde aus die Hohle herausgeschlagen. Diese Hohle ist bei der fertigen Brücke das Sattelinnenstück, das auf dem Rücken des Pferdes liegt. Im Gegensatz zu den längere Zeit gelagerten Bügeln und Seitenbrettern wird das Mittelstück aus frischem Holz gearbeitet. Danach allerdings muss es etwa ein halbes bis ein Jahr trocknen, bevor man es zum Zusammenfügen des Karrentragesattels verwenden kann. Im Film sind also zeitlich versetzt ablaufende Arbeitsschritte zusammengefasst. Bei jüngeren Buchenstämmen ist das rote Herz noch nicht sehr stark ausgeprägt. Trotzdem wird als vorbereitende Arbeit die Spitze abgeschlagen und anschließend der Rohling entrindet. In einem weiteren Arbeitsgang schlägt der Hamenmacher das Mittelstück aus frischem Holz zu. Ja, Jupp, guck mal, da geht die Brücke. Da kann man den Luch kriegen. Ja, den Brücke. Ja. Und du hast Bruder, ja, der Bruder muss man noch an dir haben. Für 2 Dutzend Sattel. Ja. Da muss man jetzt haben. Ja.
Das Zuschlagen des Rohlings zum fertigen Mittelstück ist der zeitaufwendigste Teil bei der Herstellung des Karrentragesattels. Es nimmt rund 1,5 Stunden in Anspruch. Hier ist bereits die Grundform des Mittelstücks erkennbar. Das Beschlagen mit dem Einhandbeschlagbeil erfordert Augenmaß und viel Erfahrung. Immer wieder überprüft der Hamenmacher die Form des Rohlings. Ist die Außenseite beschlagen, wird mit der Dechsel die Hohlseite herausgeschlagen. Ja, will ich das noch machen? Da beim Beschlagen der Hohlseite mit der Dechsel die Schlagrichtung quer zum Wachstum verläuft, erfordert die Tätigkeit ein hohes Können. Neben den Hamenmachern verwenden vor allen Dingen Küfer und Zimmerleute dieses schwer zu handhabende Gerät. Das Beschlagen des Mittelstücks ist Maßarbeit. Mit der festen Holzschmiege von 80 Grad überprüft der Hamenmacher den Winkel des Mittelstücks. Durch die Neigung wird eine gleichmäßige Verjüngung des Mittelstücks erreicht, weshalb auch die beiden Kopfseiten verschieden breit sind. Mit dem Rundschrubbhobel wird die Hohle, also die Innenseite des Mittelstücks, ausgehobelt. Der Hamenmacher muss die schmalere Kopfseite durch eine Feinspitze vertiefen, da dieses Teil des Sattels auf dem Halsansatz des Pferdes zu liegen kommt. Wieder wird die feste Holzschmiege angelegt und der Winkel der Mittelstückseitenteile überprüft. Ist die erforderliche Neigung noch nicht erreicht, zeichnet der Hamenmacher den Winkel an und hobelt mit der Raubank die genaue Schmiege des Mittelstücks. Mit dem leicht konisch zulaufenden festen Reißmaß wird die Tiefe des Trageriemenfalzes angerissen. Zum genauen Schmiegen der Kopffügung verwendet man wiederum die Raubank. Thank you.
Mit der Längenlehre wird der Trageriemenfalz in einer Breite von 4 bis 5 Zoll angezeichnet. Über diesem querlaufenden Falz liegen beim fertigen Sattel die Trageriemen für die Karrenstangen. Das Einspannhilfsgerät ist eine Erfindung der Hamenmacher und dient speziell der Befestigung des Mittelstücks. Mit der Spannsäge wird der Trageriemenfalz etwa einen halben Zoll tief angesägt. Die Gesamtbreite des Falzes beträgt etwa 4 bis 5 Zoll. Das Mittelstück wird in die Werkbankablage gelegt und der angesägte Trageriemenfalz mit einem Stemmeisen herausgebrochen. Im Scheitel des Trageriemenfalzes ist noch Holz stehen geblieben. Dieses wird wieder mit der Dechsel entfernt. Hierbei ist besonders sorgfältig zu arbeiten, damit die Ränder des Oberteils nicht durch einen missglückten Schlag beschädigt werden. Die Fertigstellung des Mittelstücks erfolgt auf der Schnittbank. Diese Schnittbank ist nicht nur bei den Hamenmachern bekannt. Auf ihr bearbeitet man zum Beispiel auch Sprossen für Leitern, Holzschuhe und Teile des Rades. Der Sinn einer solchen Schnittbank liegt darin, dass mit dem durch die Füße angedrückten Klemmkopf ein Werkstück festgehalten werden kann und der Handwerker beide Hände frei hat zum Bedienen des Zugmessers. Als Werkzeug dienen dem Hamenmacher verschiedene Zugmesser. Das etwas kürzere und schmalere Zugmesser ist leicht gebogen und findet bei feineren Arbeiten Verwendung. Das gerade und etwas längere Zugmesser ist für gröbere bzw. großflächigere Arbeiten geeignet. Das aus frischem Holz gearbeitete Mittelstück muss nun 6 bis 12 Monate trocknen, bevor es weiterverwendet werden kann. Die geschnittenen Rohlinge für die Bügel hingegen sind bereits fast 2 Jahre gelagert, damit das Holz nicht mehr arbeitet und nicht reißt. Mithilfe einer verstellbaren Lehre wählt der Hamenmacher den passenden Rohling aus. Hier wird der Bügel für einen 15 Zoll Karrentragesattel aufgezeichnet. Die Bezeichnung 15 Zoll bezieht sich immer auf den vorderen Bügel, der auf dem Halsansatz des Pferdes liegt. Der hintere Bügel ist meist 3 bis 4 Zoll weiter als der vordere Bügel, hier also 18 bis 19 Zoll.
Das Mittelstück wird nach der Mitte hin genau eingemessen. Die Abstände müssen zu beiden Bügelenden gleich sein. Auf dem Rohling ist nun der Umriss des Bügels erkennbar. In der Mitte vermerkt der Hamenmacher die Größe. Durch den Schraubbankhaken wird der Rohling in der Waagerechten festgeklemmt. Beim senkrechten Aussägen des Bügels verwendet man eine Spannsäge mit schmalem Blatt. Das Handwerk der Hamenmacher hat eine lange Tradition in Eicherscheid. Die speziellen Kenntnisse wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Mindestens seit dem beginnenden 19. Jahrhundert war das Hamenmachen für Eicherscheid ein wichtiger Erwerbszweig. Die Blütezeit lag zwischen 1890 und den 30er Jahren, als zeitweise bis zu 20 Einwohner des Ortes diesem Gewerbe nachgingen. Damals wurden jährlich bis zu 1500 Karrentragesättel und die gleiche Anzahl an Hamenspänen hergestellt. Hauptproduktionszeit war der Winter. Die fertigen Sättel und Späne brachte man zum Weitertransport per Fuhrwerk zum Konzener Bahnhof. Sie wurden meistens zu 2 bis 3 Dutzend an Großhändler geliefert, die somit immer eine große Auswahl am Lager hatten. Die Hamenmacher selbst lieferten kleinere Mengen an Ledersattler oder Privatpersonen in der näheren Umgebung. Die aus Krummhölzern gesägten Rohlinge für die Bügel sind verschieden stark gekrümmt und durchschnittlich 2 Jahre gelagert. Das Verputzen, also Glätten des Bügels, erfolgt mit dem Feinhobel und der Ziehklinge. Der Nachteil der Ziehklinge besteht darin, dass beim Glätten die weichen Jahresringe eingedrückt werden und nachher leicht erhaben auf der Holzoberfläche stehen. Die Schmalseite des Bügels wird mit Hobel, Feinraspel und Ziehklinge verputzt. Durch das Abkanten vermeidet man Beschädigungen des Lederüberzugs. Sind vorderer und hinterer Bügel fertig verputzt, werden sie auf das Mittelstück genagelt. Zunächst schlägt der Hamenmacher einen Nagel an einer Seite ein und richtet danach den Bügel aus.
Eine schwierige Arbeit ist das Anpassen der ein Jahr gelagerten Seitenbretterrohlinge auf dem Haubock. Mit dem Einhandbeschlagbeil muss das 3-Zoll-Brett geschrägt werden. Die besondere Schwierigkeit liegt darin, das Brett so zu beschlagen, dass es in sich leicht gedreht ist und nahtlos an die beiden verschieden gekrümmten Bügel passt. Immer wieder hält der Hamenmacher die Bügel mit dem Zwischenstück an und überprüft so die Schräge des Seitenbrettes. Gleichzeitig wird das Seitenbrett auf die erforderliche Breite gebracht. Der Hamenmacher bestimmt nun die endgültige Lage des Seitenbrettes und zeichnet bereits die Bügelauflageflächen an. Das Seitenbrett ist noch etwas zu breit. Mit dem langen Riss wird also seitlich 1 Zoll angezeichnet und schräg abgesägt. Mit der Rückensäge werden jetzt die Bügelauflageflächen des Seitenbrettes eingeschnitten. Die Tiefe der Auflagefläche beträgt vorne 3/4 Zoll, hinten 1/2 Zoll. Zunächst schlägt der Hamenmacher von der Seite her mit dem Stemmeisen die Bügelauflagefläche vor. Zum Planstoßen der Auflagenfläche benutzt er die Stoßaxt. Passt der Bügel noch nicht genau auf die Auflagefläche, werden die Unebenheiten mit dem Bleistift angezeichnet und plangestoßen oder abgehobelt.
Die Innenseite wird mit dem Beschlagbeil nachgeschlagen und auf gleiche Stärke gebracht. Mit dem Schrupphobel bearbeitet der Hamenmacher noch einmal die Innenseite und erreicht so die exakte Stärke des Seitenbrettes. Schließlich überprüft er, ob die Seitenbretter an das Mittelstück anschließen. Ist dies nicht der Fall, muss die leicht schräge Fuge angepasst werden. Dies geschieht mit der Raubank. Als letztes wird das Seitenbrett mit dem Zugmesser verputzt. Das heißt, alle Kanten werden abgerundet, damit das Holz später nicht den Lederüberzug des fertigen Karrentragesattels durchstößt. Die fertigen Seitenbretter werden nun an die Bügel angenagelt. Damit ist die Arbeit am Karrentragesattel vorläufig beendet. Der Hamenmacher hat ständig mehrere Stücke in Arbeit, um bei der Fertigstellung rationeller vorgehen zu können. Die Sättel werden in Dreier-Einheiten für den Transport zusammengenagelt. In der Blütezeit der Eicherscheider Hamenmacher, die sich selbst Holzsattler nannten, gingen ihre Produkte bis nach Ostpreußen, Holland und Belgien. Ja,
Während bei der Herstellung eines Karrentragesattels die Holzarbeiten etwa 80% des gesamten Arbeitsaufwandes ausmachen, ist es bei den Halshamen genau umgekehrt. Am fertigen Produkt hat der Hamenmacher lediglich einen Arbeitsanteil von rund 20%. Mit der Hamenschablone, auch Modell oder Lehre genannt, zeichnet der Hamenmacher die Form auf das leicht geschwungene Buchenbrett. Dieses Holz ist 1,5 bis 2 Jahre gelagert und entweder aus der Feldhecke oder aus Baumbeständen am Ufer bzw. in Hanglage geschlagen worden. Der Schraubbankhaken klemmt das Brett auf der Werkbank fest. Wie schon beim Sägen der Bügel benutzt der Hamenmacher eine Spannsäge mit schmalem Blatt. Bedingt durch die Länge des Rohlings muss dieser immer wieder umgespannt werden. Der Rohling der Hamenspäne ist etwa 2,5 Zoll stark. Wird er der Länge nach auseinandergesägt, erhält man die beiden spiegelbildlich gleichen Hamenspäne, die zur Herstellung eines Hamens notwendig sind. Die Stärke der einzelnen Späne beträgt nach Sägen und Feinhobeln etwa 1 Zoll. Wie auch beim Sägen der Bügelrohlinge wird das Holz im Türgespann eingeklemmt. Mit der etwas feineren Schrotsäge benötigt man für den gesamten Schnitt etwa 10 bis 15 Minuten. Auch beim fertigen Hamen ist noch die Grundform der beiden Hamenspäne erkennbar. Ja, haben wir das Spiel. Ja. Zum Abschluss werden die beiden Hamenspäne verputzt, das heißt mit dem Putzhobel fein gehobelt und mit der Ziehklinge noch einmal geglättet. Mit der Ziehklinge werden die scharfen Kanten gebrochen, um Beschädigungen am Leder zu vermeiden.
Nun kann man sehr deutlich die spätere Form des Hamens erkennen. Die Verwendung von natürlich krumm gewachsenen Buchenhölzern war lange Zeit ein besonderes Gütezeichen der Eicherscheider Hamenmacher, deren Handwerk heute allerdings ausgestorben ist.